Okay, da ist Franklin. Er hat Grund zur Annahme, dass wir gestohlene Fahrzeuge transportieren. Quatsch. Wir doch nicht. Okay, gleich ist er oben beim DB7. Na komm, steig ein. Aber wie willst du jetzt da oben runterkommen? Da drunter ist ein Auto. Na, ich werde den Laster nicht anhalten. Tja, soviel zu meiner Frage, läuft das gut oder nicht? Dann wechseln wir mal. Trevor fährt weiter. Und schütze den Laster vor den Cops, ja. Oh, wir haben Waffen vorne. Aber ich darf das Auto doch nicht kaputt machen. Wow, ruhig! Zack, Nägel! Ab in den Graben mit dem. Und den haben wir auch wieder ausgeschaltet. Nur wie sollen wir da gleich das Auto wieder drauf kriegen? Gar nicht. Ja, komm, ich mach meinen Job. Die haben wir auch. Komm, weiter. Nein, wir werden nicht anhalten. Was? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Er hat doch gerade gesagt, die Cops sind weg. Och man. Es hat doch gerade geklappt. Es war doch gerade vorbei. Die Cops waren doch weg. Ich finde, ich habe das eigentlich ganz gut gemacht. Und dann kommt mir plötzlich hier so ein Mission fehlgeschlagen in die Quere. Was soll das denn? Also ich finde, ich habe das gut gemacht. Schießen plus. Ja, guck mal. Selbst wenn ich mit dem Auto fahre, kriege ich Schießen-Skill. Nice. Jetzt kann ich sogar die Spezialfähigkeit fürs Schießen benutzen. So, komm, zack. Und er hat recht natürlich, die Autos sind verdammt wertvoll. Wir müssen echt aufpassen, dass wir die nicht zerstören lassen. Und zack, wieder Nägel. Ja, ich kümmere mich ja schon drum. So, und jetzt ist die Polizei weg. Ja, sag ich doch. Sind wir losgeworden. War aber eben auch schon. Genau das hat er vorhin auch gesagt. Und jetzt? Klappt es diesmal? Okay, wir rufen Molly an. Mr. Clinton, where are you? We're coming up to GOA. Man, the cops is all over us. They slowed us down some. That's not surprising. The insurance companies have been pressurizing them to find you since the studio break-in. You knew there'd be heat? Man, you could have told us. Don't get emotional. We're waiting at Procopio Truck Stop. Be here soon. Ja, ich bin auf dem Weg. The lawyer up at the Procopio Truck Stop. Procopio it is!
Folge dem Laster zum Übergabeort. Wieso hat er denn vorhin gesagt, die Cops werden uns zum Übergabeort gefolgt? Wir waren doch jetzt noch... Wir sind jetzt immer noch nicht da und eben waren wir doch ziemlich schnell da. Naja, gut. Ich fahre einfach mal hinterher. Oder vor. Oder wie auch immer. Jetzt müssten wir aber eigentlich auch bald da sein. Bald kann das eigentlich nicht mehr sein. Naja, ich fahre einfach dem Laster hinterher oder nebenher. Aber ganz ehrlich, also das Auto ist natürlich auch verdammt schick, ja. Würde ich auch gerne nehmen, allein wegen den Spezialwaffen. Und es wäre auch geil, wenn man anderen Autos solche Spezialwaffen anmontieren könnte. Aber ansonsten würde ich auf dem Laster auf jeden Fall den Orangen nehmen, den Blauen. Ja, und den Gelben auch. So, jetzt sind wir aber da. Hier beim Übergabeort. Da waren wir ja eben viel schneller da. Mal gucken, ob die meckert, weil das Auto hier ein paar Schüsse abbekommen hat. Aber ich meine, was will man machen? Hey, I'm gonna speak to the legal councilwoman. Get us paid. Yeah, I heard about that CEO pay shit. Just make sure it's fair salary for the workforce, motherfucker. Yeah, what he said. Hallo. Hallo, Molly. Hello, Franklin. Yeah, where Devin at? Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now, where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the funds available to you at a time as the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clinton. Let's go. I boost cars and pop motherfuckers. Maturity is not really my fucking thing. Und wieder keine Bezahlung. Ach, wie ich das liebe in diesem Spiel. Nie wird man für irgendwas entlohnt und bezahlt. Es ist schlimm. Aber die Mission haben wir geschafft. Und zumindest hat sie ja gesagt, das Geld wird investiert. Und wir kriegen sie nachdem dann nach einiger Zeit. Aber ich bin mal gespannt. So, erstmal Lester anrufen. Franklin. What's happening, Lester? Hey, look, you seen Michael? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dawg. Huh. Let's see. His phone is offline. His credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Last usage is for a flight to North Yankton. There was a signal from his cell back in Los Santos, but now nothing. Damn. Is he in the city, dawg? Shit, he could be in trouble, huh? I don't know, but it's worth speaking to Trevor. Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Shit, all right, homie. Look, send him to my aunt's crib, all right? Tja, Michael ist vom Erdboden verschluckt, immer noch. Hier haben wir diesen Triathlon, den wir schon mal angefangen hatten, ne? Sollen wir den jetzt nochmal machen? Ich habe immer noch nicht mehr Ausdauer, aber ich werde den mal auf andere Art und Weise versuchen, nämlich mit ein bisschen Pausen. Wäre natürlich dann ganz schön, wenn ich vorher volles Leben hätte. Habe ich jetzt nämlich nicht. Aber wir können das mal machen. Jetzt, wo wir gerade hier in der Nähe sind, mein Gott, sonst kommt man hier oben nie hin. Und wieder eine Gelegenheit. Ach, es ist herrlich. Ach so, ist nur ein Geldtransporter oder was? Nee. Doch. Moment, ich will den Typen überfahren. Die kriege ich zwar jetzt Fahndungssterne. 4800. Nein, ich werde erschossen. Moment. Fahr! Auto! Spring an! Ah! Dreckskarre, Mann! Ah!
springt der scheiß Wagen nicht an und das in so einer Situation. Ja, okay, ich hätte die beiden Kerle erschießen können, aber man hätte es doch auch ohne Leichen machen können. Warum gehen diese Geldtransporter so oft schief? Das ist nur der zweite. Jetzt habe ich 4.600 bekommen und im Endeffekt wieder 5.000 verloren und mein Auto ist weg und ich bin woanders. Hat sich nicht gelohnt. Ach Gott, sowas regt mich ja auf, ne? Ich meine, das Geld hätte ich nicht gebraucht, aber ich nutze die Gelegenheit ja einfach immer gerne, wenn sie da sind. Naja, wir sind jetzt ganz in der Nähe da oben, dann sollen wir mal, fahren wir da eben, ich hätte jetzt sonst ein Taxi bestellt, aber da nehmen wir eben das Auto hier. Außerdem haben wir dafür jetzt volles Leben. Im Endeffekt haben wir $400 bezahlt und volles Leben bekommen. Okay, so kann man es auch sehen. Und ich habe Koffer auf dem Gepäckträger oben drauf. Weißt du, und dann fährt man schon Übermacht, ja, so eine Luxuslimousine. Und dann springt der Wagen nicht an. Nein, so ein Scheiß. Und dann genau in so einer Situation, weißt du, wo man gerade einen Geldtransporter ausgeraubt hat. Herrlich, herrlich, herrlich. Naja, wir fahren nochmal zu Marianne. Wow, den habe ich ja jetzt schon wieder überfahren. Oh, schon wieder irgendwie. Ah, irgendwelche Tiere. Hunde oder so. Sorry dafür. Naja, wir sind ja auch hier in den Jagdgebieten, insofern. Ups. Na komm, ich lauf kurz zu Fuß. Hat ja doch keinen Sinn hier. Dann versuchen wir das nochmal. 36, 37. Hallo, Marianne. 69, 70. Stop looking at my ass. Ich guck dir immer noch nicht auf den Arsch. Damals nicht und heute nicht. Kann ich ja sowas springen? Jetzt ja, kann ich. Okay, schwimme perfect über die Bucht. So, diesmal versuche ich mal ein bisschen schon da umzugehen mit meinen Ressourcen. Ich habe mir ja damals das Leben quasi aus dem Leib gerannt und hatte deswegen Probleme und war im Endeffekt dann ja, bin dann im Endeffekt immer umgefallen und hab's verloren. Vor allem, weil ich eben auch einfach nicht die Ausdauer hatte mit ihm. Habe ich jetzt immer noch nicht, aber diesmal werde ich das ein bisschen einteilen. Ich werde immer ein bisschen normal schwimmen, dann wieder mit Vollspeed und auch beim Laufen nachher. Da müsste es eigentlich zu gewinnen sein und aber trotzdem auch zu überleben. Also ihr seht das schon, ich schwimme immer ein bisschen normal, dann wieder anstrengend, dann wieder normal. Und so könnte es im Endeffekt klappen. Weil damals bin ich einfach durchgehend gerannt und so weiter. Habe ich mich da noch ziemlich aufgeregt, dass es nicht geklappt hat. Aber na gut. So, dann mal ab zum Fahrrad. Nehmen wir diesmal mal das andere. Okay, immer ein bisschen abwechselnd. Wieder ein bisschen normal fahren, wieder anstrengend. Ich will mich diesmal nicht überanstrengen. Und ich werde wieder bei der Brücke hinfliegen, oder? Ich kenne mich doch. Er hat halt einfach nicht so die Ausdauer. Ja, ist gut. I am 100% not with you. Aber ich bin immer noch komplett voll beim Leben. Also bis jetzt mache ich es richtig. Und ich krieg Ausdauer. Yeah, 100! Ja, siehst du, Ausdauer habe ich voll, also beschwert euch mal nicht. Na, klappt's diesmal? Ich bin letztes Mal. Ja, diesmal klappt's. Ja, wunderbar. Monster ist dann abgeschlossen. Woo! Es hat geklappt diesmal. So, als gleich sind wir auch schon beim Laufen teil. Und ich habe immer noch volles Leben. Also könnte ich mich beim Laufen dann auch noch im Notfall auspowern. Na komm, das machen wir doch ganz gemütlich hier. So, und weiter geht's mit Laufen. Renn die Strecke entlang. So, erstmal laufen wir. Ich meine, sie verliert gerade in Sportsachen mit Sixpack und allem
gegen einen farbigen, untrainierten in seinen Baggy-Klamotten. Das ist schon ein bisschen peinlich für sie. Na komm, jetzt laufen wir mal ein bisschen bis zur Ausdauergrenze hier. Na, es klappt doch schon viel besser diesmal. Ich wäre sonst nicht nochmal hier hingefahren, aber da wir jetzt eh hier waren, wegen der Mission, da kann man das ja noch eben machen. Dann nimmt man das eben mit. Hallo. Have you seen a dog anywhere? Nee. Yeah. It went down the beach, I think. Okay, jetzt sind wir auch gleich im Ziel und haben es gewonnen und sind immer noch bei vollem Leben. Also wunderbar. Great, you won. Aren't you gonna gloat? Look, we both survived. These things are about taking part, not winning, right? No, it is always about winning. All right, we gotta keep going. Some loser. Fat, unmarried, career-driven loser. Hey, girl, you better chill the fuck out. Go to hell. Neuer Kontakt, Marianne. Okay, haben wir aber bestanden. Und das sogar auf Gold. Dämonenaustreibung mit Franklin. Ja, das Ganze müssten wir ja dann auch noch theoretisch mit Trevor machen, oder? Aber ob er sich sowas antun würde? Ich rufe mir erstmal ein Taxi. Oh, warte mal, erstmal lesen wir Kontakte hier. Eieiei, die ganzen E-Mails wieder. Lieferwagen ist geklaut worden. Eine Menge trauriger Kiffer. Rauchstreik. Treffen mich am Flughafen. Ja, das ist dumm. Okay, das ist unwichtig. Und E-Mail-mäßig? Neue Ware. Smoke on the Water, 9300. Okay, Mieteinnahmen, ja. Noch irgendwas? E-Mail-mäßig? Gut, haben wir das auch? Dann können wir uns mal ein Taxi rufen. Denn sonst würde ich jetzt hier nur schwer wegkommen. Hey, can I get a cab? Unfortunately, we got no cabs available at the moment. Was? Can you try again later? Wie, ihr habt kein Taxi? Sonst kommt man immer überall mit dem Taxi weg. Was soll das denn heißen? So ein Scheiß. Versuchen wir es nochmal. Kann doch nicht sein. Can I get a cab out to me? Stay where you are. I got a driver right around the corner. Ah, siehst du, jetzt haben sie eins. Wunderbar. Dann warten wir kurz. Und dann wollen wir wohin? Moment. Wir wollen nach da unten. Und wenn ich das nämlich alles fahren müsste selber, dann würde es ja ewig dauern. Deswegen Taxis oder Taxen sind immer die beste Lösung für sowas. Wenn denn eins kommt. Aber ich meine, das muss ja auch erst hier draußen irgendwie rausfahren. Ist ja doch schon ziemlich weit weg von der Zivilisation. Insofern, na, ist es doch auch schon. Ich höre es doch. Da. Und fährt gegen den Stein. Danke fürs Vorbeikommen. So, einmal bitte da zu dem Wegpunkt. Genau. Und überspringen wir natürlich wieder. Sonst würden wir jetzt 10 Minuten zugucken, wie wir mit dem Taxi rumgefahren werden. Sorry, man. This is the limit. $144. Wow, eine teure Taxifahrt, aber ich meine, es ging auch quer durch die Stadt. So, und dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal einen Quick Save. Und zwar hier, affige Angelegenheit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann hier bei D das annehmen. Bis dahin, euch einen schönen Tag und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Walle. Bye, bye.